Und hiermit herzlich willkommen zu Paper Mario, die Legende vom Millionentor. In der letzten Folge haben wir die letzten drei Quests abgeschlossen. Mit einer sehr ekelhaften Quest. Und heute geht es endlich mit dem vierten Kapitel weiter. Aber erstmal laufe ich ins Wasser. Weil ich so früh abgebogen bin. Naja, kann man nichts machen, ist dann halt so, ne? So, Zeit für Kapitel 4. Ich muss ja in die andere Röhre, beziehungsweise in den anderen Abgrund. Ich denke mal, durch den anderen Weg hätten wir es auch irgendwie geschafft, aber nein, da müssen wir auch wieder die Röhre raus, deswegen denke ich mal, dass das hier der schnellere Weg ist. So, komm, Yoshi. Und hoch mit dir. So. Das wird auch die Röhre zum Düsterdorf. Die Röhre wirft dich wieder zurück. Was soll das denn, du blöde Röhre? Wir sollten dem Professor davon erzählen. Okay. Doch noch nicht Kapitel 4. Ich möchte jetzt nicht mit euch kämpfen. Nein, ich wollte doch nicht. Oh Mann. Röhren, wie ich sie liebe. Und wieder raus. Muss doch springen. Und es ist doch auch auf... Ah, Mann. Oder man läuft einfach raus. Macht total viel Sinn. Professor, wir haben da ein Problem. Die Röhre lässt uns nicht. Was soll man jetzt machen? Erstmal auf dem Buch rumtreten. Professor, wir waren an dieser Röhre nach Düsterdorf, aber die spuckt uns einfach wieder aus. Ich glaube, die ist kaputt. Was? Man kann nicht in die Röhre hinein? Hm, dann weiß ich auch nicht weiter. Moment mal. Ja, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Irgendwo in Rohlingen soll jemand aus Düsterdorf wohnen. Der müsste doch eigentlich wissen, wie man durch die Röhre gelangt. Wie war doch gleich sein Name? Genau, er heißt Finstus und er treibt sich meistens in finsteren Ecken herum. Neulich habe ich ihn hier in der Nähe herumlungern sehen. Suchte also nach Finstus. Wir wissen, wo Finstus ist. SideQuest sei Dank. Aber erstmal hier Münzen sammeln. Hallo, ich bin Finstus aus Düsterdorf. Was willst du von mir? Was, du willst wissen, wie man durch die Röhre nach Düsterdorf kommt? Ganz einfach, du musst etwas bei dir tragen, worauf dein Name steht. Hast du etwas darauf? Hast du etwas, worauf dein Name steht? Warte, ich schreibe dir etwas. Wie heißt du? Mario, dann schreibe ich dir das hier hinten drauf. Erledigt. Und nun noch für deinen Partner. Wie heißt du? Eddie Birdo. Eddie Birdo. Ui, das kitzelt. Was auch immer ihr in Düsterdorf wollt, ich wünsche euch viel Glück dabei. Ich fürchte, das werdet ihr brauchen. Warum? Jetzt mal Klartext. Warum, immer wenn ich aufnehme, toben meine Katzen herum? Immer wenn ich nicht aufnehme, schlafen die.
Also ich weiß es nicht. Sobald ich aufnehme, sind die auf einmal wach. Als ob die das mit Absicht machen. Jedes Mal. Da hinten steht aber nichts drauf geschrieben. Vor der Scam. Vor der Scam. Vor der Scam, so dass ich sogar runtergefallen bin, weil ich so geschockt war. Luigi, kannst du so bitte meinen Namen auf dem Rücken schreiben? Dir vertraue ich. Okay. Ich denke mal, es ist einfach unsichtbare Tinte. Ich habe aber auch keinen Stift gesehen. Naja. Das hat geklappt. Kapitel 4. Die Glocke der Spukpartei. Düsterdorf. Das ist schon ein bisschen unheimlich. Okay. Ich denke mal, dann gibt es keine Abkürzung, weil die Röhre direkt hier ist. Oh Mann, ist das gruselig hier. Das ist also das Düsterdorf? Oh. Ich habe schon lange keine Fremden hier gesehen. Kommt ihr von weit her? Oh, ich sehe es euch an. Ihr seid ganz bestimmt Abenteurer. Aber ihr habt einen ziemlich schlechten Zeitpunkt gewählt, um hierher zu kommen. Andererseits, für Abenteuer könnte es vielleicht ganz spannend sein. Was soll das denn? Schlechter Zeitpunkt? Also, oh nein, mir graut schon, wenn ich nur daran denke. Oh nein, schon wieder die Glocke. Wie entsetzlich. Wenn es wohl diesmal trifft? Oink, oink. Ey, aber... Was war denn das? Oh, diesmal hat es Freddy erwischt. Nein, was macht dann Carly? Wer bist du denn? Ich bin der Dorfvorsteher. Und ihr seid sicherlich Reisende. Ihr solltet mit in mein Haus kommen. Dort können wir in Ruhe reden. Ich würde euch so gerne in unserem Dorf willkommen heißen, aber leider, wie ihr seht, ist ein Fluch über unser Dorf gekommen. Ein Fluch? Also, tief in dem Wald hinter unserem Dorf ist ein uraltes Gebäude, die Spukabtei. Dort lebt ein Geist, der diesen Fluch über uns verhängt hat. Immer, wenn die Glocke dort läutet, wird einer von uns in ein Schwein verwandelt. Alle deine Lieben werden plötzlich zu Schweinen. Und du weißt nie, wann es dich selbst treffen wird. Vor lauter Angst kannst du nachts kein Auge zutun. Natürlich, es ist in diesem Dorf schon immer ziemlich düster gewesen. Aber wenn das so weitergeht, gibt es hier bald nur noch Schweine. Ich rate euch also, verschwindet lieber, bevor es zu spät ist. Auf keinen Fall, wir müssen zuerst etwas finden. Kannst du uns vielleicht irgendetwas über das Sternjuwel sagen? Das Sternjuwel? Ich weiß nichts Genaues, aber in der Spukabtei. Ich habe mal gehört, dass die dort irgendeinen roten, sternförmigen Stein anbeten. Bingo, das muss unser Sternjuwel sein. Ihr wollt doch nicht etwa... Wollt ihr wirklich zur Spukabtei gehen? Oh, was für eine Kühne. Hier ist schon mal kein Sternjuwel. Sternschwitter. Ich? Nein, ich kann nicht weg. Ich habe Familie hier. Freunde. Auch wenn die meisten von ihnen jetzt Schweine sind. Und ich bin hier geboren. Ich kann das Dorf in dieser Situation nicht verlassen. Ich will als Esel so Schwein mit. Hallo. Kann ich Schweine hauen? Warum laufe ich immer da, wo Sternsplitter sind? Eden? Gra, gra. Erinnere mich irgendwie aus Paper Mario 1.
bestimmt auch irgendwo einen Sternsplitter versteckt. Erstmal überall dranhauen. Ein herrlicher Sternsplitter, wusste ich es doch. Gibt es hier noch mehr Münzen? Ich habe auch so wenig. Nur Feuerblume, das ist wichtig und richtig. Sonst hier vielleicht eventuell noch was. Gra, gra. Aber sonst ist ja kein Sternsplitterplatz. Hallöchen, jemand zu Hause? Diese Dunkelheit hier macht einen irgendwie depressiv. Das ist eigentlich egal, ob man ein Schwein ist oder nicht. Nein, ein depressiver Dorfbewohner, nö. Oink. Wie sich das wohl anfühlt, ein Schwein zu sein? Oder ob man einfach gar nichts mehr fühlt? Ach, ich mag nicht mehr daran denken. Ich glaube, Schweine fühlen trotzdem was. Ich denke mal, hier kann man sich noch heilen, ne? Willkommen im Hotel. Ein wenig Ruhe erfrischt Geist und Körper. Willst du für 10 Münzen ein wenig ausruhen? Nein. Komm vorbei, wann immer du erschöpft bist. Ich speichere aber erstmal. Katzen, was macht ihr da hinten? Dorf ist ja noch größer als gedacht. Okay. Kra, kra. Okay, hier ist schon mal nix. Leute, was macht ihr da hinten? Katzen erschreckt mich hier. In Düsseldorf so ein Jumpscare, Leute. Mama, Hunger, Essen. Seitdem der Ladenbesitzer ein Schwein geworden ist, gibt es nichts mehr zu essen. Nicht mal für die kleinen Kinder habe ich etwas. Was soll mir nur tun? Mama, Hunger, Essen. Ach, Reisender. Wenn du etwas zu essen hast, würdest du es wohl mit uns teilen? Ja, bitte. Ja, eine Filzpfanne. Oh, vielen Dank. Die Kinder werden sich freuen. Zum Dank nimmt diese Kleinigkeit. Oh, Sternschnuppe. Ach, Reisender, woher kommst du eigentlich? Nein! No! Not the Mama! Der Mond ist das einzige Verlässliche in diesem Dorf, deshalb bete ich zu ihm. Oh Mond, lass mich kein Schwein werden. Ich esse auch bestimmt kein Schweinefleisch mehr. Sein ist der Majora's Mask Mond, dann... Was ist das für dich? Schnüffel, Schnief. Ah. Ich bin Schriftsteller. Ich pflege jeden Tag eine Menge Bücher zu lesen. Ich frage mich nur eines, ob man wohl als Schwein noch lesen kann. Als ob hier keine Sternsplitterplatte ist. Oh, ich vermisse den Sternsplitterfinderorden. Aber was man direkt, wo eine Falltür ist. Gehen wir erstmal hier rein. Boink.
Oh, ein Kunde. Entschuldigung, wir haben heute geschlossen. Wie bitte, ihr wollt wissen, warum? Mein Mann ist zum Schwein geworden. Zum Schwein. Gestern ist er in den Wald gegangen, Kräuter suchen. Er blieb lange weg und plötzlich kam er in dieser Gestalt wieder. Im Streit sagte ich mal, er könne von mir aus ein Schwein werden. Aber dass er wirklich ein Schwein wird. Er konnte auch nett sein. Zum Geburtstag bekomme ich immer was Leckeres. Und neulich kam ein Grobian und... Ich drücke gar nichts, warum gehst du automatisch weg? Ich drücke wirklich nichts. Hörst du mir eigentlich zu? Ich hab's versucht, aber das Spiel sagte nein. Kannst du ihn nicht irgendwie zurückverwandeln? Ich werde alles tun, um mir dabei zu helfen. Wenn du irgendetwas brauchst, kannst du dich in unserem Lager frei bedienen. Was? Die Tür ist verschlossen? Vielleicht hat mein Mann den Schlüssel im Wald verloren. Also ich denke, wenn schon ein Schwein, dann ist ein richtig großes. So ein kleines Ding ist doch kein echtes Schwein, oder? Auch kleine Schweine sind echte Schweine. Hast du eine Röhre? Okay. Dieser Weg führt in den Wald. Dort soll ein schrecklicher Geist wohnen. Wenn ihr Tops hingehen wollt, müsst ihr den Dorfvorsteher um Erlaubnis fragen. Was denn sonst noch? Ja, egal, geh mal zum Dorfvorsteher, okay? Dann gehe ich erstmal in die Röhre. Die Röhre scheint nicht zu funktionieren. Und dann ist das höchstwahrscheinlich eine Abkürzung. Hey Bomber, die Glocke. Da hat es bestimmt schon wieder einen erwischt. Oink, oink, oink. Keine Panik, hab noch Spaß gemacht. Bei unserem Glück ist es jetzt der Dorfvorsteher, der zum Schwein wurde. Und wir den jetzt nicht mehr um Erlaubnis bitten können. Dorfvorsteher, geht's Ihnen gut? Nein! Oh oh. Dieses Schwein hier ist doch wohl nicht der Dorfvorsteher. Und jetzt? So kann es uns wohl kaum die Genehmigung geben, das Tor zu passieren. Grunz, grunz. Ich ist blöd. Du, der Dorfvorsteher ist jetzt ein Schwein. Können wir trotzdem durch? Schon wieder die Glocke. Oh. Ey, der Wächter ist weg. Oder ist er etwa das kleine Schwein da? Kann uns nur recht sein. Also los, gehen wir einfach. Oh, Junge, neue Gegner. Nicht dahinter? Boah. Sorry, aber ich muss jetzt jedes Mal dran holen. Ich brauche Sternsplitter. Wie, da war nichts drin. Arsche. Wie einfach nichts ist. Ich fühle mich von Sternsplitter betrogen. Erstangriff erfolgreich. Okay, dann einfach mal eine ganz normale Stampfattacke. So. So, dich tausche ich mal kurz aus. Dann einmal Scanner. Das sind doch diese Hyper-Gumba, oder nicht? Das ist ein Hyper-Gumba. Das sind also hyperstarke Gumbas. Maximaler KP 8, Angst ist Kraft 2, Verteidigung 0.
Wenn sie sich aufladen, ist die Angriffskraft im nächsten Zug 8. Du solltest sie schnell erledigen, bevor es soweit ist. Wenn das nicht geht, solltest du vielleicht besser fliehen. Wir haben genug HP, also eigentlich können wir es überleben. Also einen könnten wir besiegen, den anderen nicht. Autsch. Bisschen Schaden. Hat noch niemandem was getan. Wunderschön. Vor allem können wir Ehrenpilz. Was ich auch direkt einsetzen werde. Also, Papels. Nett. Na, komm her. So. Nur für den Fall der Fälle, dass wir nur einen Fluggegner haben. Aber die Kulisse mag ich. Okay, das sind mehr als genug. Das ist ein Hypergumba. Hypergumbas sind Hypergumbas mit Flügeln. Maximal KP 8, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Wenn sie sich aufladen, beträgt ihre Angriffskraft 8. Wenn du auf sie springst, verlieren sie ihre Flügel und werden zu Hypergumbas. Aber damit sind sie immer noch gefährlich genug, also pass gut auf. Ich versuche mein Bestes. Okay. Ich war voll angebräucht hier. Dann holen wir die erstmal alle zu Boden. So. Na, Mist. Versuche immer zu kontern, aber das funktioniert nicht. So. Na, jetzt hat es funktioniert. Und wir heilen uns etwas. Das ist doch auch immer gut. Apropos heilen, wir können ja auch das hier machen. Sternenfit. Natürlich erwische ich das hier. Und so sind wir gleich schon wieder voll geheilt. Gibt es wirklich keine einzige... Oh Gott. Dann einmal scannen, bitte. Das ist ein Hysterigumba. Hysterigumbas sind überstarke Pieksgumbas. Maximal KP 8, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Wenn sie sich aufladen, ist die Angriffskraft im nächsten Zug 9. Schreckliche Biester. Wenn du sie nicht schnell erledigst, bringen sie dich im Ernsten Schwierigkeiten.
aber irgendwie muss man ihren Attacken doch ausweichen können. Ich setze einfach Erdbeben ein. Jahu! Oh oh. Mist. Wo du? Wir haben ein kleines Problemchen. Oh, kein Problem. Wir können austauschen. Dann nochmal den Erdbeben. Und Level Up kommt eh demnächst. Hier einfach nirgendwo Sternsplitter rauskommt. Ich bin echt enttäuscht. Hallo, wie wär's mal mit ein bisschen Sternsplittern? Nein. Oink, oink, oink. Hallo, Sternsplitter da hinten. Ach, ich hab's gesehen. Ein Schlüssel. Und der Sternsplitter. Ich glaube, weiter kommen wir hier nicht. Vielleicht können wir mit dem Schlüssel, den wir gefunden haben, das Lager in diesem Dorf öffnen. Ja, war mir schon klar. Ich wollte nur gucken, ob du was zum Baumstamm sagst, weil der einfach mit dem Weg ist. Warte mal kurz. Dann nehme ich doch lieber mal Yoshi. Dann sind wir ein bisschen schneller unterwegs. So, was haben wir denn hier? Ein Buhlaken macht körperlos und unangreifbar. Nahrhafter Snack Gelee Royal. 50 Blumenpunkte. Verteidiger erhalten. Marios Verteidigung steigt um 1. Und ein Lebenspilz. Und da kommt unsere nächste Fähigkeit. Was höre ich da? Ist da jemand? Hätte nie gedacht, dass sich eine Menschenseele an diesen entlegenen Ort verirrt. Was? Du hast schon einmal so eine Kiste gesehen? Niemals, das kann nicht sein. Das hat absolut nichts mit mir zu tun. Ich bin friedlich und ich habe nur eine Bitte an dich. Hol mich hier raus. Was? Ich will dich mit einem Fluch belegen, wenn du mich rauslässt? Hm, wenn du das so nennen willst. Ich werde dir eine wundervolle Fähigkeit verleihen. Na, wie wäre das? Ich bitte dich, finde den Schlüssel und öffne die Kiste. Der Schlüssel muss hier irgendwo sein. Du bist meine letzte Hoffnung. Bitte. Hütte außerhalb des Dorfes. Ich habe doch keinen Schlüssel hier gesehen. Was kann man verschieben, ernsthaft? Du hast, habe ich echt nicht kommen sehen. Zeit für den nächsten Fluch.
Oh, du machst die Kiste auf. Vielen, vielen Dank. Du Narr. Du Tor. Du hattest wohl gedacht, du befreist eine Prinzessin oder sowas. Aber nein. Und wie versprochen, kommt jetzt mein fürchterlicher Fluch. Mein Fluch ist schrecklich. Dein Körper rollt sich zusammen und kugelt herum. Du seid denn verflucht? Damit bist du verflucht. Selber schuld. Sobald der Fluch wirkt, wirst du nicht mehr laufen können. Ein köstliches Vergnügen. Und jetzt zeige mir deine gepeinigte Gestalt. Halte ZR gedrückt und drehe dann mehrmals L. Was für eine Witzfigur. Du kannst jetzt nur noch lächerlich herumkullern. Lass mich dich in dieser absurden Wurm rumkullern sehen, wie eine alten, bordgeworfene Fahrschein. Wenn du B drückst, wird der Fluch von dir genommen. Merke dir das. Nun sag mir, hast du deinen kugelrunden Fluch verstanden? Oh ja. Yeah. Und nun lebe wohl, du Narr. Sind wir dadurch vielleicht eventuell schneller? Gut, dass der Lager endlich offen ist. Nimm dir alles, was dir gefällt. Ich denke, es ist ein guter Tausch, wenn ich dafür meinen Mann zurückkriege. Sich ärgern bringt nichts. Und ich kann jetzt alle Vorbereitungen treffen, um den Laden neu zu eröffnen. Wenn nur mein Mann wieder der Alte wäre, um mir den Laden zu helfen. Ich glaube schon, dass wir schneller sind. Ja, definitiv. So, ich gehe dann jetzt mal speichern und dann ist die Folge für heute vorbei. Und dann gehen wir in der nächsten Folge ein bisschen tiefer hinein. Bis dahin, tüdelü.